is now today's lineup. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Wir sind in einem perfekten Zustand. Das Wetter, das spielt mal so richtig mit. Angenehme Temperaturen, blauer Himmel, die Sonne scheint. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Spieler aus. Die wirken gerade übermütig und voller Energie. Beste Aussichten also, wir freuen uns. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Begonnen. Es gibt sicher viele große Namen in beiden Teams. Wenn du dir aber einen aussuchen müsstest, Hansi, wer wäre das? Also wenn ein Innenverteidiger immer wieder, wenn er mit nach vorne geht, in Manndeckung genommen wird, dann hat er natürlich das Zeug zum Schlüsselspieler. Die Rede ist natürlich Müller. Ausgezeichnete Reflexe, das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Und er ist in der Luft. Da hat er verpasst, noch ein richtig schickes Schleifchen dran zu finden. Reus. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Macht er den? Brandt hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Kimmich. Coman. Sollte der Pass hin. Und der Konter läuft. Reus. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Julian Brandt bringt ihn rein. Es waren doch genug Leute im Strafraum, die daraus was hätten machen können. Sie werden dieser Chance, da bin ich mir ganz sicher, nachtrauern. Sucht die Schnittstelle. Und das war auch notwendig. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Tor für den FC Bayern München! Das war schon fast zu einfach. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihnen diese Gelegenheit gibt, dann
setzt er sie auf, so wie in dieser Situation. And he's done it. It's a goal, thanks to number 9, Robert Lewandowski. Neuer Spielstand 1-0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Guter Flankenwechsel. Reus. Ab in Richtung Tor. Wir haben jedenfalls genügend Stoff, worüber wir uns in der Pause unterhalten können. Durchgang 2 ist schon im Gange. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Rüber, nach rechts. Reus. Und bitte. Brandt. Und er trifft ihn. Und drin ist er. Der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Das Tor zählt also nicht. Die Fahne des Linienrichters kam sehr spät, aber eben nicht zu spät. Auch der Unparteiische hat etwas gebraucht, um das zu realisieren. Aber sie lagen richtig. Der wird also nicht zählen. Das Spiel geht weiter. Goretzka. Davis.
Einfach mal lang nach vorn. Gefährlich, wenn er den kriegt. Ins Abseits gelaufen. Und jetzt erstmal Luft holen. Müller. Und jetzt schießt er. Hauptsache weg mit dem Ding. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Da ist die Möglichkeit. Der Ball ist im Netz. Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Perfekt platziert. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Auf Remikus. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Kommt der an? Den hat er. Das ist schon stark, wie er da aufhält. Nee, den verliert er an. Davis. Müller. Das könnte was werden. Viel zu weit am Tor vorbei. Sie kommen zumindest mal zum Abschluss und die Abwehr wird sagen, okay, solange ihr es aus dieser Distanz versucht, dürft ihr auch. In dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Abschluss! Kurz und bündig, Chance dahin. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf... Also viel Ball hat er nicht erwischt. Das war ein klares Foul. Abgezockter Spieler, der hat die Situation am schnellsten erkannt und dann hat er das Ding reingemacht. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Das ist die Führung. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor den Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Rafael Guerrero.
bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen... What? Was das jetzt schon? Die Uhr tickt und tickt und tickt. Nutze die Chance. Jetzt wird es langsam eng. Wer weiß, ob sie diese Gelegenheit zum Ausgleich nochmal bekommen in der kurzen Restspielzeit. Sie riechen könnte, dann riechen Sie sie jetzt, die Ziellinie. Und Sie bekommen hier den Freistoß, vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Das ist immer wieder sein Problem. Er weiß nicht, wie er seine Aggressivität kanalisieren soll. Kurz vor Schluss so einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Tor. Was für ein Tor, Freunde! Super! Sie schaffen es zurück in dieses Spiel. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Ausgeglichen. Das war der Schlusspfiff und wir haben immer noch keine Sieger. Wir freuen uns aufs Elfmeterschießen. Ja, sie haben sich gegenseitig egalisiert und was dann am Ende rauskommt, das ist halt ein Unentschieden. Und nun der erste Schütze, der erste Elfer, immer wichtig. Der wichtige erste Elfer. Er hält den Grundstand und macht das Tor. Wunderbar ausgeguckt. Hazard überlegt schon, wo er hinschießen soll. Herrliche Parade. Man sagt ja immer, ein Torwart muss einen Elfmeter nicht unbedingt halten. Hier wurde er allerdings herzlich dazu eingeladen. Und den macht er! Führung ausgebaut auf 2 Tore. Sie liegen mit 2 Toren zurück. Also wenn der jetzt auch in die Hose geht, dann war's das praktisch. Klasse gemacht vom Keeper. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter bei Spitzetti im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Und der Dritte geht zum Punkt. Er hat den Torwart ausgeguckt und somit verwandelt. Nur als Erinnerung, wenn der vorbeigeht, ist es aus. Nur er kann sein Team jetzt noch retten. Der ist drin und es geht weiter. Er hat den Keeper, ich hab's gesehen, die ganze Zeit beobachtet. Brillant. Coman muss den verwandeln. Krönt er sich jetzt zum Matchwinner? Er vergibt. Es geht weiter. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht zu fassen. Die Fans sind fix und fertig. So eine Chance wird man so schnell nicht wiederbekommen. Nur er kann sein Team jetzt noch retten. Er macht ihn. Er rettet seinem Team die Chance. So etwas nenne ich einen Elfmeter intelligent verwandeln. Jetzt liegt es an ihm. Der alles entscheidende Schuss womöglich. Macht er ihn oder macht er ihn nicht? Ja, das war der Matchwinner. Was für ein enges Spiel. Beide Mannschaften waren gleich stark und am Ende haben die Nerven entschieden.
Das war einer dieser Elfmeter-Thriller und die Gewinner werden ihren Sieg heute sicher noch